Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Wort Denkmal lässt sich erstmals in den Schriften von Martin Luther nachweisen, wo es die Bedeutung Gedächtnisstütze hat. Und genau darum geht es. Wir schaffen Denkmäler, um uns an Ereignisse und Personen zu erinnern. Wir tun dies meist aus der Verantwortung für unsere Geschichte. Denkmäler vergegenwärtigen unser Erbe. Sie konfrontieren uns mit einer fortwirkenden Vergangenheit. Denken wir an das Holocaust-Mahnmal, an das Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus, die Homosexuellen oder die Opfer der Euthanasiemorde. Wir haben sie gebaut, um die traurigsten und dunklen Flecken in unserer deutschen Geschichte zu erinnern, um kommenden Generationen mit dieser uns prägenden Geschichte zu konfrontieren und unserer Verantwortung immer wieder aufs Neue bewusst zu werden. Beim Einheits- und Freiheitsdenkmal, über das wir heute sprechen, geht es um den glücklichsten Teil unserer deutschen Geschichte. Frei von Gewalt, getrieben von dem Wunsch nach Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat, sind die Menschen in der früheren DDR für ihre Überzeugungen auf die Straße gegangen und haben ein System zu Fall gebracht. Es ist nicht nur wichtig, dass dieser einmalige und wohl glücklichste Moment in unserer Geschichte erinnert wird, es ist auch hochaktuell, wenn man sich die Lage in anderen Ländern der Welt anschaut. Es ist unsere Aufgabe, daran zu erinnern, dass es sich lohnt, für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu kämpfen und dass dieses leider keine Selbstverständlichkeit ist. Deshalb, meine Damen und Herren, ist es richtig, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen darauf gestoßen werden, sich der Verletzlichkeit und des Wertes unserer Demokratie zu vergegenwärtigen. Und dies ist ganz unabhängig von der Frage, ob einem der vorliegende Siegerentwurf des Freiheits- und Einheitsdenkmals Bürger in Bewegung gefällt oder nicht. Abgesehen davon kennen wir genügend Beispiele aus der Architektur und von Kunstwerken, an deren Errichtung sich die Geister schieden und die heute Publikumsmagneten sind. Denken wir allein in Berlin an die Reichstagskuppel, an die Verhüllung des Reichstages oder an den Bau des Holocaust-Mahnmals. Unterschiedliche Meinungen und Streit über einen Denkmalsentwurf sprechen nicht gegen diesen, im Gegenteil. Die Errichtung des Einheits- und Freiheitsdenkmals liegt ein demokratisch legitimierter Entscheidungsprozess zugrunde. Wir haben zweimal mit klarer Mehrheit hier im Deutschen Bundestag Beschlüsse gefasst, die die Errichtung dieses Denkmals möglich gemacht haben. Im Jahr 2007 hat der Deutsche Bundestag über die Errichtung des Denkmals in der Berliner Mitte entschieden. Im Jahr 2008 wurde nach Abwägung der historischen und räumlichen Aspekte, für die Errichtung auf dem Sockel des Kaiser-Wilhelm-Denkmals auf der Berliner Schlossfreiheit entschieden. Diese Beschlüsse haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Der Entwurf Bürger in Bewegung von Miller und Partner ging schließlich aus zwei internationalen Wettbewerben hervor, mit insgesamt 920 Einreichungen. Durch Bewertung einer 15-köpfigen Jury und nach ausführlicher Prüfung unter Beteiligung des Landes Berlin, des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung und der Entscheidung der Auslöber ist dieser Sieger ausgewählt worden. Herr Kollege Kretschmer, lassen Sie die Frage des Kollegen Dr. Veit zu. Ja, Frau Präsidentin. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Hier draußen vor dem Reichstag läuft jeden Abend eine wunderbare und ergreifende Dokumentation über den Weg der deutschen Einheit. Und wir reden heute über das Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin. Ich freue mich, dass in dem Antrag auch erwähnt worden ist, dass das Gedenken der friedlichen Revolution in die Rolle Leipzigs auch eine Rolle gespielt hat. Und das spielt auch in dieser Präsentation eine wichtige Rolle. Weil ich aus Leipzig komme und wir uns dort zumindest, ja, Sie können doch ruhig mal zuhören.
Und weil wir dort auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht haben mit einer Ausschreibung, die die Stadtverwaltung gemacht hat, die an die Wand gefahren wurde, möchte ich dennoch mal fragen, wie denn die Meinung auch des Deutschen Bundestages für ein Einheits- und Freiheitsdenkmal in Leipzig wäre. Und das frage ich nicht nur für mich, sondern das frage ich für die vielen mutigen Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind, für Vereine wie die Stiftung Friedliche Revolution oder auch für Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler wie Gesine Oltmanns, die an der Errichtung eines solchen Freiheits- und Einheitsdenkmals ein großes Interesse haben. Kollege Feist, ich kann nicht für den gesamten Bundestag sprechen, aber für mich ist klar, dieses Einheits- und Freiheitsdenkmal gehört in die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland nach Berlin. Und zwar deswegen, weil hier die Teilung Deutschlands am deutlichsten war, weil hier die Stasi-Gefängnisse gestanden haben, weil es hier im Verhältnis steht mit anderen Denkmälern zum Holocaust, zu anderen traurigen Orten der deutschen Geschichte. Natürlich ist die friedliche Revolution, der Einsturz der Mauer, nicht zu denken ohne die vielen Menschen in Plauen, in Görlitz, in Jena, in Leipzig. Und deswegen steht es für mich außer Frage, dass wenn es in Leipzig eine Mehrheit für ein wirkliches Einheits- und Freiheitsdenkmal gibt, dass wir uns auch an dieser Stelle zu unserem Beschluss auch in Zukunft bekennen und dass es dort ein solches Denkmal geben kann. Ich finde es traurig, dass es bisher nicht gelungen ist, diese Initiative zu einem Erfolg zu führen. Ich finde es großartig, dass an anderen Stellen, wie beispielsweise in Plauen, ein solches Denkmal ohne Unterstützung des Bundes, alleine von den Menschen vor Ort gemacht wird. Das zeigt eine starke Bürgergesellschaft. Wir würden uns freuen, wenn es an vielen Stellen so ist, auch in Leipzig. Meine Damen und Herren, das Baurecht liegt vor. Und es ist jetzt nur auch eine Frage unseres Beschlusses, dass dieses Denkmal am Ende realisiert wird. Ich bin frohen Mutes und ich freue mich darüber, dass jetzt dieser letzte Schritt gegangen werden kann. Wir haben allen Grund darüber, uns über die deutsche Einheit zu freuen, über das, was damals erreicht worden ist. Und wir sollten das mit einem solchen Denkmal auch noch einmal deutlich dokumentieren. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes spricht die Kollegin Sigrid Huber von der Fraktion Die Linke.